So, wir sind heute jetzt im Windpark in Klicksbühl und ich komme jetzt gerade von einer Veranstaltung von der CDU in Boesbühl. Und ich muss schon sagen, ich bin immer noch so ein bisschen geschockt, was ich da so gehört habe, was die so alles so im Endeffekt planen oder auch in Bezug auf der Windkraft und was auf die Bürger danach zukommen wird. Und wie die jetzt versuchen, da diese sogenannte Ukraine-Krise oder diesen Krieg da auszunutzen, um den Leuten das schmackhaft zu machen, dass wir unabhängig werden müssen, um ihren ganzen Kram hier weiter durchzuziehen. Es ist ja sowieso die ganzen Jahre, die haben ja unheimliche Geldmengen im Endeffekt in den Stromkunden aus der Tasche geleiert, weil die reden nur von Geld. Ja, Klimaschutz, das Wort fiel dann einmal so ein bisschen. Damals, als er anfing, ging es ja gar nicht um Klimaschutz. Da ging es ja eigentlich nur, wie können wir hier ein bisschen Wertschöpfung in die Gegend hier oben hinbringen. Ist ja an sich auch in Ordnung, wenn man sich über das Gedanken macht. Nur, wie gesagt, durch das EEG, die haben ja Windkraftanlagen hochgestellt, obwohl sie ja genau wussten, dass sie den Strom niemals verbrauchen werden können. Und das sind ja unheimliche Summen, die im Endeffekt den Stromkunden also legal aus der Tasche gezogen werden, also schon im Endeffekt schon nach meiner Meinung schon so eine Betrugsabzocke ist das eigentlich eine legale durch dieses EEG. Es geht ja wirklich um Milliardenbeträge, die hier verteilt werden auf Kosten der Stromzahler und wir liegen ja schon bald bei E.ON bei 37 Cent ab dem 1.6., was das kosten soll, wo das da alles hinführen soll, nur damit sich hier einige Leute und der Kreis und alle die Taschen vollstopfen oder genug Geld für ihr Befinden haben, die brechen die Gesetze ohne Hemmung. Und ich will jetzt mal den Stromkunden mal näher bringen, wie das so in einem Bürgerwindpark aussieht. Und zwar ist es ja bei mir so gewesen, ich bin ja durch Zufall, weil ich ja nun mal da Landbesitzer bin, 2012 reingekommen. Und die Planung, die fing ja schon so ungefähr so 2010 an. Und am 17.12. war dieses Windeignungsgebiet eigentlich erst rechtskräftig. Und die ganzen Bürgermeister und alle, die wurden ja vom Kreis und von den Behörden angefixt, praktisch die Landwirte in einen Bürgerwindpark reinzukriegen, damit das ganze Objekt unter einem Namen bleibt und damit die ganze Finanzierung zur VR-Bank hingeht. Denn wir reden hier im Kreis Nordfriesland von den beiden Ämtern, das Mittlere Amt Nordfriesland und Amt Zutonnen, reden wir von 46, also mindestens 46 Bürgerwindparks, die die VR-Bank bekommen hat, die also richtig fett gemästet da dran. Und das ist gewollt so, weil die wieder in die Breitbandgesellschaft reinzahlen sollten. Und nachher sollte diese Wasserstoffproduktion angeschoben werden. Also es hat alles ein System. Und dafür mussten ja praktisch jede Gemeinde, wo es geht, einen sogenannten Betrüger- oder Bürgerwindpark haben. Und dann kann man ja sehen, so wie unser Windpark in Holzacker Knobuch, der hat in dem einen Jahr, wo er dann zugelassen wurde, 6,3 Millionen Euro Umsatz gemacht. Davon war über die Hälfte der Strom ist abgeriegelt. So wie in Klicksbühl war es bald da im ersten Jahr bald 60% von dem Strom, der abgeriegelt gewesen ist und trotzdem übers EEG bezahlt wurde oder bezahlt werden musste. Also eine unheimlich lukrative Sache. Wenn man das sieht, alleine für die Planung haben die beiden Geschäftsführer, die sie bei uns zum Geschäftsführer gemacht haben, hinterm Rücken, praktisch erstmal 220.000 Euro haben die eingesackt. Denn gab es ja für die Baugenehmigung, die ja erteilt wurden, das kostete 595.000, weil jede von den sieben Anlagen hat ja eine eigene Baugenehmigung. Denn bekam der Kreis für den Eingriff in die Landschaft oder Land und Natur 560.000 Euro. Und das müsst ihr dann mal rechnen, da es ja 46 Windparks war, hatten die in dem einen Jahr 24 Millionen Euro zur Verfügung. Da durften sie 20 Millionen von behalten, 4 Millionen musste ans Land abführen. Der die ganzen Unterlagen von EE Nord eingereicht hat, der soll angeblich 560.000 Euro für die Planung bekommen haben. Dann werden Ökopunkte müssen gekauft werden. Als Ausgleich ist auch nicht bei uns in der Gemeinde passiert. Das waren ungefähr 400.000 Euro, die dazu kamen. Und dann, wie gesagt, dieses ganze Geld wird aus dem Windpark rausgezogen und dann werden da die Kosten im Windpark, die werden hochgetrieben, also die Finanzierungssumme, weil da lässt sich ja noch mal schönes Geld nebenbei verdienen. Bei uns in Starum ist so gewesen, 27 Millionen war das erste Angebot und nachher haben sie es hochgetrieben bei der VR-Bank auf 31 Millionen, also eigentlich 4 Millionen, also wie sie hätten mehr gebraucht. Also das Geld ist auch irgendwo geblieben oder zurückgehalten worden, je nachdem. Und dann
muss man diesen ganzen abgeriegelten Strom, das ist ja bei den ganzen Windparks, die wir hier haben in der Gegend, das ist ja fast immer ungefähr damals die Hälfte gewesen. Und wie gesagt, vom Oktober 21 ist ein Artikel hier, Wegwerfstrom sinkt dank Netzausbau. 322 Millionen haben die in dem Jahr kassiert, ohne dass der Kunde den Strom hat praktisch verbrauchen können. Und das lief ja, und wenn man das jetzt über die Jahre von 14, 15, 16 hochrechnet, es sind ja Milliardenbeträge, die da rausgehen, wo der Kunde überhaupt gar nichts von hat. Aber es geht, wie gesagt, bei dieser Windkraft, es geht nur um Kohle. Die reden nur von Geld, Geld, Geld. Und jetzt arbeiten sie ja dran mit Nachdruck, dass die Abstände alles sich zu den Häusern und alles natürlich noch mehr verringern wollen, weil sie noch mehr das 3- bis 4-fache am liebsten hier hinstellen wollen. Und dafür nutzen sie jetzt natürlich dieses ganze Gequassel mit der Ukraine-Krise oder Krieg, was es da jetzt werden wird, nutzen die aus, um unabhängig auf einmal von Putin zu werden. Und die haben immer irgendwie dieses Glück. Erst war es Fukushima, um das voranzutreiben, dieses Spiel mit der Angst. Denn selbst wenn die jetzt nochmal das Doppelte in ein paar Jahren zustellen würden, soll der Krieg erstmal so lange dauern. Und die können den Strom ja gar nicht trotzdem nicht verbrauchen, weil das Leitungsnetz das trotzdem noch nicht schaffen kann. Aber wie gesagt, es wird trotzdem bezahlt. Und diese Politiker in Kiel, die glauben an diesen ganzen Mist, den sie da sagen, weil er spült ja Geld in die Kassen rein. Also es ist ein riesiges Korruptionsnetz, was sich hier aufgebaut hat. Und keiner kann diese Leute praktisch aufhalten, weil alle Altparteien stecken damit drin.